Hörspiel ganz gut. Hast du Ersatzhunde? Bist du Hightech oder so? Nee, dann nicht. Da vorne steht noch meine Tasse. Genau. Ja, muss ich. Nee, jetzt eine andere Farbe. Das ist die rote Scheiße. Das ist eine andere Farbe, oder? Du bist gerade eine Hülle gesplittet, der hat keine Ersatzhülle. Aber das ist die gleiche, das ist eine andere Farbe. Das ist ein bisschen dunkler. Ein bisschen heller ist die. Ich finde hier. Also kräftiger. Ja, na klar. Aber man kann es unterscheiden. Ja. Scheiße. Ja. Da geht's nicht. Schönen habe ich nicht. Ich gerne geben. Nein, aber man kann jetzt kaufen einen Jungen Monster kaufen. Nein, die ist kaputt. Zuspielen? Auch 100 haben wir. Ja. Das sieht gut aus. Das ist die gleiche Farbe, ne? Ja. Ja. Ja, die geht. Wunderbar. Was heißt lieber Platz? Der muss das entscheiden. Ihm ist eine Hülle gesplittet, also bei meinem Mischen. Ich habe seit der gemischt und eines gut gegangen. Aber er hat eine Ersatzhülle gefunden. Ist aber mutig, ohne Ersatzhülle auf die zu gehen. Ja, passiert ja eigentlich nicht so. Was ist das gut? Ja, ist schon. Du bist der Erste, der das geschafft hat. Nicht mal brutal gemacht. In Sander. Ist das jetzt geklärt? Ja, alles gut. Ich halt gut, dann fange ich an. Gut, viel Glück. Jo. Das hat. Dieser teure Topf. Ja. Ja. Ja, macht was. Es geht? Ja. Es geht? Hm. Schuss? Konter? Wenn du was nicht kennst, musst du sagen, ja? Ja. Kennst du? Nicht? Nee. Kannst du es angucken? Ich kann dir auch erklären, wie du willst. Ja, erklär's mal. Wenn eine Karte von mir zerstört wird, kann ich die aktivieren. Dann kann ich mir ein metaphorisches Monster aus dem Deck spezial schon. Ich kann die in dem Zug, wo sie nicht auf den Friedhof gelegt wurde, als in einem anderen Zug, auf dem Spiel entfernen und mir ein metaphorisches vom extra Deck zurück auf die Hand. Okay. Nee. Die haben alle denselben Effekt mit dem Schießen. Können eine offene Karte auf dem Feld zerstören und dafür wieder so eine Metaphorskarte setzen. Fusion? Ja. Kann ich fusionieren und also zum Metaphor-Monster. Und ich kann die vom Friedhof in mein Deck zurückmischen und dafür eine Karte ziehen. Okay. Kannst du abheben? Nein, nein. Zwei. Er kann in beiden Spielzügen ein Monster auf jede Spielfeldseite wählen und zurück auf die Hand geben. Also ein Pendelmonster von mir, ein Monster von dir. Okay. Sieht? Was ist das?
Von der Uni. Genau. Kannst du jetzt die Darstellung markieren? Ja. Okay. Achso, du kennst, ich habe das jetzt erklärt, der kann nicht durch Karteneffekt gestört werden und angezählt werden. Das können alle manche Spektrum. Achso, boah, scheiße. Kannst du? Okay, dann. Kannst du gestört, dann darf ich einen gestört. Im Moment, wenn er angefekt ist, bleibt er dann weiter. Ich weiß nicht, ich kann mich zerstören. Ja, du kannst den auch Tributen durch einen Kaiju oder einen Lava-Pullen. Selber gezogen? Nein, von Grünsch. Das ist eins. Ja, das ist meins. Ja, ich habe den Moment schon. Ja, die Lust jetzt mehr. Endface Effect? Ja. Ja. Nein, wenn es gar keiner nicht gewesen ist. Ja, okay, das geht dann nicht, da brauchen wir jetzt nicht mehr weiter spielen. Ich Pendel 1? Okay. Deswegen wäre das noch nicht dein Tod gewesen. Kein Effekt. Nummer Abschuhung? Mission? Was kann der? Alle meine Metaphors-Monster machen doppelten durchschlagenden Kampfschaden. Weißt du, was bedeutet? Ja, ich habe. Wenn ich auf Verteidigungsmonster treffe, dann mache ich doppelten durchschlagenden Kampfschaden. Also der würde dann hier 1600 Schaden machen. Okay. Wenn die vom Feld auf den Friedhof geht, dann darf ich eine Karte von dir auswählen und zerstören. Okay. Effekt, Fusion. Ich nehme das Deck und ich ziehe eine Karte. Danke. Der andere. Aha, du gibst dein Gegner automatisch, du steckst ihm automatisch und dann keinen Skill, aber du ziehst ihn sofort. Bestimmt. Ja, aber das ist ganz schön wertig. Ich möchte dann wieder einfach nur. Ich habe mich schon gefreut, er ist in meiner Szene. Das Problem ist, das ist nur logisch. Angriff. Weg, weit auf die Hand. Die ist gut. Mach. Aber geht das auch? Perfekt. Wenn ich keine Monster kontrolliere, kann ich den Spezial beschwören, dann darf ich zwei Tons beschwören mit 0,8 verteidigen. Und die können nicht für Synchro benutzt werden und für Tribut und irgendwas anderes. Ja, also einfach nur so zwei Tons. Für Fusion darf ich sie benutzen. Ja. Take Road schon. Das ist ja auch ein bisschen. Das muss man ja sagen, das geht aber nicht. Ja, Effekt. Schuss auf so einen. Also ich hab mich nur mit Tanky. Ja, das ist alles schon okay. Nein, mit Tanky wollte ich mir lieber. Mission? Charge! Abheben, wenn du möchtest. Ich möchte bitte, dass du. Top, guckst. Bevor wir das schon einmachen. Nein, aber jetzt machen wir es mal ganz normal. Das können wir dann irgendwo machen. Ein bisschen so. Krass. Der Topf das Deck ausgeben. Ja. Das scheint immer noch zu laufen. Ja, ich habe ja genug, ich brauche ja nichts mehr.
Ach so. Ich hab schon alles, was ich brauche. George! Ja! Normal schon? Ja. Die Karte hatte ich gerade besucht, das ist also ein Schlüssel. Und Synchron meine Frage ist, ob ich bei den Zwölfen-Monster rufen darf oder nicht. Den hier? Ja, darf ich was? Friedhof, Sie ich kann einen Zwölfen-Monster von meinem Friedhof aus dem Spiel entfernen. Dafür kann ich eine Karte von dir zerstören. Ja. Wenn er vom Feld auf dem Friedhof durch deinen Karteneffekt gelegt wird, darf ich mir einen aus dem Spiel entfernen, Zwölfen-Monster zu rufen. Perfekt? Ja. Okay. Ich störe dich. Wenn das nämlich jetzt gibt, dann ist es ja nicht gedruckt. Dann haben wir einen Gelb reingegangen. So gut war mein Name. Zeit, Mann. Position? Ja. Ja. Effektfusion? Ich weiß nicht, ob das gut war. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was noch? 8000. Das geht um alles. Was ist das? Ich kann zwei Karten von meinem Friedhof zurück in mein Deck mischen ja. Und eine Karte von dir auf dem Feld wählen gleichzeitig. Ja. Und dann geht deine Karte zurück auf die Hand. Okay. Und wenn er vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, dann kann ich aus dem Friedhof ein so ein Metafußmonster, Pendelmonster spezial abschauen. Okay. Oder vom Extra. Okay. Dann perfekt. Ziel. Die beiden und die? Ja. Auf der Hand. Ja, die Hand. Halte fest? Ja. 2,6? Moment. Ist okay, ja. Factor? Ja. Kettenglied 1, Ziel der. Kettenglied 2, Ziel der. Ja. Zwei, vier. Okay. Mach, ich überlege. Auf, das ist noch ein Phase, oder? Mhm. Okay. Das heißt, du kannst mal einen vorschulden. Das geht ja auch nicht. Ah, okay. Also, wenn ich jetzt zwei Stufen zwei ausgabe, das ist ein großes Geld für deine Runde, das heißt, ich kann auch zwei Stufen ziehen. Genau. Du darfst nur ein Exit bauen. Ein Exit? Auf Stufe 2. Die restlichen Exits müssen alle nach dem Schaden. Aber ich kann es zuschauen. Ich kann das nicht zuschauen. Perfekt, Schuss. Okay. Ja. Ich nehm die. Ja. Spezial? Mhm. Kein Effekt? Okay. Nochmal? Nein. Das möchte ich auf die Spur nehmen. Normal? Einfach mit 1,8. Ja, die auch gebaut werden, die nein. Wer sucht beim Schreiben? Also er lässt einsuchen, ne? Okay. Nein, er sucht. Wenn er einen anderen Schaden macht, sucht er. Okay, also wenn er Schaden macht, dann würde ich ihn ziehen und wenn du mich angeben würdest,
Was kann der? Ich kann einmal pro Spielzug ein Dragonslayer-Monster aus meinem Deck spezial beschreiben, in Tankposition. Ich kann einmal pro Runde ein Pendelmonster oder einen Pendelrater auf dem Feld wählen, zerstören. Und wenn ich das tue, dann darf ich eine Karte zurück auf dem Feld ins Deck schauen. Das zielt dann nicht. Okay. Fact. CLD. Quatsch, ne? Ja, das geht halt. Endphase? Moment. Das geht. Ist der 4-1? Ja. Pendel. Also Endphase. Perfekt. Die beiden auf die Hand. Und tot. Ich habe schon nicht so ganz gut erkennt. Moment, hast du schon gezogen? Achso, schon mal rufen? An und für sich ist es ja Beschädigung von Eigentum. Es ist ein DQ und Polizei rufen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich eine Karte war, oder? Ich würde von den Informationen ausgehen, ich kriege es. Ich hätte 110 schon auf dem Handy. Okay, wollt ihr mich da auf dich verarschen? Ja, ich kann ganz normal reden. Also. Ich habe in dem Deck meine Turnierlaufbahn angefangen, 2008. Ja, der hat mich auf den Sieg gekommen. Cooles Deck. Als Streitwagen gerade rauskam. Ja, gut. Jetzt mal. Und. Vielleicht noch ein Maßregel haben.
Wenn der Pendel Scale von der Pendel Scale ins Extra Deck geht, ist das dann ein Monster, was um 5 geht? Ich wollte schon immer mal machen. Weiß gerade nicht mehr. Das ist schon so lange her mit dem. Oh, every Monster, jedes Monster, das nee, Marco Kosmos war das, ne? Ja, Marco Kosmos hier sagt ja auch hier jedes Monster, das auf ja, den Spiel. Ja, und das ist ja eine Skill, die ins Extra Deck geht. Aber trotzdem ist es, wenn es zerstört wird, dann erstmal ein Monster. Nee, nee, es ist auch gerade auf Monster. Das ja, weiß ich wirklich auch. Okay. 100%. Bei Marco Kosmos. Nur bei Marco ist das so. Achso, gut, beim Extra Deck. Weil erst im Extra Deck sind Monster. Nicht mehr, wenn sie zerstört werden. Okay. Ach, ich dachte mir gerade zu sehen. Schade, dass das nicht geklappt hat. Wenn das geklappt, also wenn das gehen würde, wäre ich wahrscheinlich sogar gleich in dem Reihen gegangen, weil ich da keine Runde mehr hatte. Okay. Perfekt, Schuss. Aber das hat mich schon überrascht, dass du. Ich habe gar keinen Spezial. Ich habe einfach einen Fehlgang gefunden. Die Sendung war halt nicht gut. Perfekt, ja. Du kannst halt. Viel spielen, so auf jeden Fall so. Aber ich mach mir die Gedanken mal erst, wenn ich sie genannt habe. Ja, okay. Das fand ich erstmal cool. Wahrscheinlich die. Kombination? Welcher Tisch bei dir? Heiß. Schuss. Mit Dani, das ist late. Ich hatte Glück. Oder du hast noch ein Pech. Mal verliert man, mal gewinnt die anderen. Dann nehme ich noch Counter. Scheiße, dieses Deck. Ach, kommt noch mehr. Kann ich hier nochmal schießen. Schuss. Es kommt noch mehr. Ach so. Patrick, was sagst du eigentlich zu meiner Schildkröte? Hab ich auch. Ich weiß. Von Herren. Aber schade, dass. Ja. Ja, schade, dass ich. Ja, von uns alle. Ist ein schönes. Pendel 2? Mhm. Ja. Nichts so ruhig gewählt. Die? Mhm. Machen wir einfach nur die Reaktion auf die Übung. Wie reicht das? Also angegeben habe ich es als Ketchup, aber es war. Was war's? Ja, es war ein Ketchup. Aber nur weil es mir ein Ziel ist. Spezialbeschwörungseffekt? Okay. Ja. Das ist auch klein. Dann Effekt, ich wähle ihn aus, ich möchte was von dir, also möchte ihn zerstören und dann darf ich was von dir ins Deck mischen. Okay. Darfst du auch sehen, wenn du willst. Und ich mische dir den Quest zu ins Deck. Okay. Battleface? Ja. 285. Dann. Kommt ein bisschen zu spät. Machst du? Hey. Du? Kombination. Dann Effekt von Bismagier auf Kombination. Wenn die vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, zerstört wird halt, dann kann ich mir ein Metal-Monster vom Deck auf die Hand nehmen. Setze ich mir die. Dein Effekt. Möchte eins vom Deck auf die Hand suchen. Die kann eins beschwören. Ja. Mhm.
kommen hier nicht ins Spiel, das nervt mich. Ja, eigentlich ist das auf jeden Fall nicht, weil das kein Geld ist. Silbert? Und auf die Hand noch ein Silbert? Effekt und die hier, die möchte ich zurück auf die Hand geben. Kann ich das? Ja. Hier auf die Hand. Hier ins Deck. Dann Normalbeschwörung, Denko Secker. Und dann. Gut. Auf hier Denko Secker. Kennst du den Effekt von der? Nee. Ich dachte, du kennst ihn, Entschuldigung. Wenn die auf dem Feld liegt und ich keine gesetzten Karten habe, dann dürfen beide Spieler keine Karten mehr von der Hand setzen und es dürfen keine verdeckten Karten mehr aktiviert werden. So. Also wenn du Warning hast, musst du es drauf machen, sonst nicht. Okay. Gut, und dann pennen wir die, darauf kannst du ja nicht reagieren und dann einfach drauf. Reicht, ne? Ja. Was ja, lag denn noch verdeckt? Wissen. Ja, das sind verlorene Kameras.